Wie kaufe ich meine Autos? Die Frage kommt auch ganz oft. Dann schaue ich mir natürlich die Verschleißteile an. Check-F gepflegt, wie sieht's aus mit den Bremsen? Wie viele Vorbesitzer? Ich messe natürlich auch den Lack, achtfach bereift. Wie sieht's aus mit den Reifen? Ausstattungsmerkmale. Wie gesagt, Spaltmaß ist halt auch mal ein wichtiger Indiz. Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf. So, Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Ahmed Sharif und ich hoffe, euch allen geht's gut. Auto ankaufen, Gebrauchtwagen kaufen. Wir haben jetzt hier einen Golf 7, weil das halt einfach so ein 0815 Standardauto ist, was halt auch immer gut auf dem Gebrauchtwagenmarkt oder allgemein im Autohandel geht. Und darauf versuche ich halt auch zu achten im Verkauf, dass ich hauptsächlich die breite Masse abdecken kann mit solchen Fahrzeugen wie ein Golf Polo, Ford Kuga, Skoda Yeti, Mercedes B-Klasse, 1er BMW, 3er BMW, dann wiederum solche Standardfahrzeuge wie so ein Dacia Sandero, Logan, Duster, Seat Leon, Seat Altea. Das sind alles so Autos von der Stange, die aber auch gebraucht werden. Ne? Macht natürlich auch mal Spaß, so ein Skoda Octavia RS zu kaufen oder ein Ford Focus RS oder einen CLA, was wieder so ein bisschen in die Richtung Nischenauto geht, weil sonst wird es auch langweilig, glaube ich. Das ist ein Golf 7 aus dem Jahr 2017, hat 1,4er TSI Benzinmotor. Bei dem ist es schon der Fall, dass diese Motoren mittlerweile Zahnriemenantrieb haben. Da sind die wieder umgeschwenkt bei Volkswagen, denn mit Steuerkette gab es die einen oder anderen Probleme. Worauf achte ich? Wie kaufe ich meine Autos? Die Frage kommt auch ganz oft. Wie oder von wo kaufe ich meine Autos? Dieses Fahrzeug habe ich von einem Händlerkollegen gekauft, die mir regelmäßig Fahrzeuge anbieten. Die kaufen die auf, ob es jetzt von Privatpersonen, Autohäuser, in Zahlungnahmen, Werkstätten etc. pp. Sind und dann verkaufen die halt lieber an Händler weiter, weil sie sich halt nicht um das Ganze drumherum kümmern möchten. Was wir haben. Wir kaufen die Fahrzeuge, bereiten sie auf, Verschleißteile werden erneuert, gegebenenfalls auch mal Reparaturen. Die HU wird neu gemacht, wir inserieren die Fahrzeuge auf den offenen Markt. Jeder kann bei uns quasi das Fahrzeug käuflich erwerben. Wir gewährleisten natürlich auch die ganze Geschichte. Wir haben natürlich dann auch die Möglichkeit, in Zahlungnahme eine Finanzierung zu verkaufen, Folgegeschäfte, wie auch immer, wie man es nennen möchte. Ne? So, worauf achte ich? Also, ich kriege tendenziell oftmals die Fahrzeuge angeboten. Ich bin weniger am Suchen, ich bin mehr am Aussuchen. Ist, sage ich mal, eine kleine Luxussituation, die ich aber über all die Jahre aufgebaut, mit Kontakte pflegen, ja, auch zu seinem Wort stehen, wenn man mal sagt, man nimmt das Fahrzeug, dann nicht einfach ein paar Tage später zu sagen, man nimmt es nicht. Oder nachverhandeln oder ähnliches. Ne? Ich sage jetzt einfach mal so an der Stelle, die Leute arbeiten gerne mit mir zusammen, ne? Weil es klappt. Ne? Und wenn es mal nicht klappt, dann ist es auch nicht so schlimm. Ich habe das Fahrzeug angeboten bekommen mit mehreren Bildern, Fahrzeugdaten. Dann kann ich eigentlich schon grob meine Einschätzung geben, ja, ich nehme das Fahrzeug oder ich nehme es nicht. In dem Fall habe ich gesagt, ich nehme es. Habe ich noch hin und her überlegt, weil der Preis war so ein bisschen... Ne? Passt noch, weil es ein Golf 7 ist, ein gängiges Auto. Ich habe oftmals Kunden, die auf den Hof kommen und sagen, habt ihr einen Polo oder einen Golf da? Weißt du, das wird irgendwie immer gesucht. So, wir haben hier einen schicken Golf 7, 2018er Zulassung. Hat jetzt 71.000 gelaufen, 125 PS. Ist aus, quasi aus erster Hand. Der erste Briefeintrag ist Volkswagen, danach eine Privatperson. Ich schaue mir so ein Fahrzeug an, natürlich vorher erstmal die Bilder, gucke mir alles genau an, frage, ist irgendwas mit dem Fahrzeug, Bilder vom Checkheft, Checkheft gepflegt, achtfach bereift, wie viele Vorbesitzer, Ausstattungsmerkmale und so weiter. Dann schaue ich natürlich auch bei den Portalen rein und schaue, wie werden die so auf dem Markt verkauft. Dann versuche ich das mal abzuwiegen. Es hat auch immer sehr viel Bauchgefühl, ne? Erfahrungswerte und Bauchgefühl. In diesem Fall, Golf 7, weiß man einfach grundsätzlich, geht immer. So, dann gehe ich natürlich weiter. Die Farbe. Entschuldigung. Ist ein Fünftürer. Limousine geht auch immer sehr gut. Gerade als Fünftürer. Zweitürer ist weniger. Ne? Damit spricht man halt wieder mehr Leute an. Die Farbe ist sehr schön. Ist ein Grau-Metallic. Ich messe natürlich auch den Lack, um natürlich Nachlackierungen, Unfallschäden, irgendwelche Instandsetzungen natürlich rauszufinden. Dafür habe ich hier ein Lackmessgerät. Funktioniert auch immer ganz gut, dass man ein bisschen was ermitteln kann. Hier hat man 140, 145, das passt. Wie gesagt, ich habe das Fahrzeug schon gemessen, alles so in dem Dreh. Ne? Ob man jetzt beim Dach anfängt oder hier, das kann man sich eigentlich aussuchen, wie man möchte. Wie gesagt, Spaltmaß ist halt auch mal ein wichtiger Indiz. Aber wenn eigentlich schon der ganze Lack quasi die gleichen Werte hat, dann wird da auch sehr wahrscheinlich nichts getauscht worden sein. Und selbst wenn es mal eine Nachlackierung gibt, zum Beispiel jetzt hier am Seitenteil, dann ist es halt so. Dann schaut man sich alles noch mal ein bisschen genauer an, kann man halt noch mal messen, wie dick der Lack ist, ob es jetzt nur eine Lackierung war oder ob es quasi ein Unfallschaden war, beziehungsweise ob das ganz dick ist, dann weiß man halt, dass es auch gespachtelt wurde. Ne? Dann schaue ich mir natürlich die Verschleißteile an, die man erstmal auf den ersten Blick sehen kann. Wann hat das Fahrzeug die letzte Wartung bekommen? Ist es Checkheft gepflegt? Wie sieht es aus mit den Reifen? Wie sieht es aus mit den Bremsen?
ganz oft bei Golf 7 oder ganz oft bei Fahrzeugen, die eine Scheibenbremse haben an der Hinterachse, ist die ganz oft verschlissen. Einfach, weil da viel zu wenig Kraft drauf kommt. Da würde, bei den meisten Fahrzeugen würde auch eine einfache Trommelbremse reichen. Wurde in dem Fall schon erneuert. Somit weiß ich ganz genau, das ist schon mal mit einkalkuliert. Weil wir rechnen, grundsätzlich rechne ich immer damit, dass du locker 500 Euro sowieso investieren musst. Ob es jetzt in Verschleißteile ist, eine Inspektion, die HU-Abnahme. Ne? Die sind grundsätzlich, sind die erstmal weg. So, da musst du natürlich gucken, dass du ein bisschen Luft hast. Wie gesagt, Spaltmaß guckt man sich an, Lack, Reifen, das Alter, ob noch genug Profil drauf ist. Die Bremse vorne ist auch noch okay. Der hat jetzt hier so ein bisschen Flugrost gefangen. Das ist aber ganz normal bei dem Wetter. Und wenn das Fahrzeug mal ein, zwei Wochen steht. Ansonsten gucke ich mir natürlich auch alles an, ob es natürlich auch die Kilometerlaufleistung, ob der natürlich auch passt, ne, zum Fahrzeug selber. So, das kann man immer gut erkennen am Lenkrad, an den Sitzen, hier gerade beim Ein- und Ausstieg, an den Schaltknauf. Hier kann man natürlich auch alles quasi instand setzen lassen, austauschen, wie auch immer, ne, wenn man es wirklich ernst meint. Aber es muss halt immer irgendwie passen. Man hat natürlich auch so ein bisschen ein Bauchgefühl dafür und man sieht es auch anhand der Anzahl der Vorbesitzer oder halt, ob ein Checkiff vorhanden ist oder nicht. Ne, in dem Fall ist natürlich, was auch nochmal herausgestoßen ist, das digitale Tacho, was nicht alle haben, genauso wie eine Rückfahrkamera. Der hat aber noch ACC, der hat diesen Notbremsassistenten, nicht ACC, aber Notbremsassistenten, Auffahrwarner, wie auch immer, wie man es nennen möchte, Scheinwerferreinigungsanlage, Nebelscheinwerfer und ist halt auch eine Join-Ausstattung. Schicke Alufelgen, das sieht man, daran kennt man auch das Facelift-Modell. Die Vorgänger haben so ein bisschen anderes Design. Der Gesamteindruck einfach vom Innenraum macht auch immer sehr viel aus. Dann sticht natürlich heraus, ob es ein Facelift-Modell ist. Ich glaube, das war 2017 der Wandel mit den anderen Rückleuchten und den Scheinwerfern. Und Innenraum, glaube ich, auch ein bisschen. So, wir haben hier auch noch einen Satz Winterreifen auf Stahlfelgen dabei. Und im Großen und Ganzen macht er eigentlich auch einen sauberen, vernünftigen Eindruck. Kritisch wird es natürlich halt, wenn du siehst und feststellst, dass das Fahrzeug einfach ungepflegt ist. Ne? Wenn die Sitze abgenutzt sind, wenn das Fahrzeug schon rundum lackiert wurde oder wenn man jetzt feststellt, hier der Kotflügel, Motorhaube, vorne wurde schon mal alles getauscht, weil es einen Unfallschaden hatte, dann nehme ich natürlich auch Abstand, weil die Qualität bei Gebrauchtwagen ist natürlich ein bisschen runtergegangen, sage ich mal, weil es halt immer weniger gibt. Es wird immer mehr von hinten das Feld aufgeräumt, damit man irgendwas anbieten kann. Aber ich denke, das kann natürlich im Nachhinein auch einen in den Rücken fallen, weil den Kunden schreckt es natürlich auch ab. Ne? Wenn man jetzt einen Golf 7 hat, der 5 Jahre alt ist und der schon mal, sage ich mal, als angenommen jetzt einen ganzen Seitenschaden hatte oder der von Innenraum komplett verhunzt ist, wie kannst du dann erwarten, dass das jemand kauft? Wenn du dementsprechend noch auf dem Markt preislich mithalten möchtest. Der einzige Nachteil, das heißt Nachteil, das Einzige, was mir so ein bisschen heraussticht, ist, dass der halt keine LED-Scheinwerfer hat. Xenon-LED-Scheinwerfer. So, ne? Ja, so viel zum Thema Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf. Darauf sollte man nochmal achten. Scheckheft, nachvollziehbar, ja, eine überschaubare Anzahl der Vorbesitzer hat. Wenn das Fahrzeug schon 5-6 Mal gewechselt wurde und nur 4-5-6 Jahre alt ist, ist schon ein bisschen kritisch. Der Gesamteindruck, der erste Blick, der Zustand. Ich würde sagen an dieser Stelle, danke fürs Einschalten, danke fürs Abonnieren, danke fürs Liken und Kommentieren. Und ja, bleibt alle gesund, trinkt viel Wasser und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dann. Bist du fertig?